liebe Whisky-Freunde, hier ist wieder euer Whisky-Häcksler und das Opfer meiner heutigen Verkostung wird mal wieder ein Taiwanese, nämlich ein Kavalan. Welcher Kavalan steht denn heute auf meinem Schrankwändchen? Es ist ein The Peat is on, on Kavalan. Und das kommt ja sehr selten vor, meine Damen, meine Herren, dass es ein gepeateter Kavalan ist. Es gibt da meines Erachtens in der Solisten-Serie immer Einzelfässer, die gepeatet sind, verschiedene Patches. Und ich habe hier einen, ist ein Weihnachtsgeschenk von meinem lieben besten Freund dem Nico, was er mir für Weihnachten mitgebracht hat schon und habe auch ein Sample bekommen. Ich darf jetzt nicht sagen, wo der Whisky erhältlich ist, weil er nämlich noch nicht erhältlich ist. Ist ein bisschen eine komische Geschichte, weil da geht es um irgendwelche Auflagen wegen der Lagerung und so weiter und die Ware ist eigentlich fertig und exklusiv gefüllt, aber ist leider noch nicht im Verkauf. Deswegen kann ich auch noch nichts zum Preis sagen, aber ich habe die Flasche da und ich habe die Samples da und deswegen möchte ich den vorab mit euch verkosten und falls er irgendwann mal erhältlich ist, werde ich das im Nachtrag gerne kommunizieren und werde euch informieren, wo und wann ihr den erhalten könnt. Den gibt es nämlich dann nur an einer Stelle. Hohoho, mysterious, mysterious. Ja, was haben wir denn? Wir haben einen Peated Kavalan. Eine riesen fetzen Box, wie immer bei Kavalan. Schön mit Gold ausgekleidet und eine Story über die Entstehung oder über die Thematiken. About Whisky, Tasting Notes. Color ist übrigens Fields of Gold, sehe ich gerade. Mal schauen, ob die Fields of Gold in Deutschland auch so sind wie in Taiwan. Und ansonsten ist da schöne Marketing-Nase. Ich werde die Notes jetzt nicht lesen. Es ist wie gesagt ein gepeateter Kavalan mit 51,6 Volumenprozent. Jop, so ist es. Die Box sieht sehr, sehr schön aus. Kann man vom Etikett der Flasche jetzt nicht unbedingt behaupten. Das könnte jetzt auch Schwarzkopf-Haarshampoo sein oder Motorölflasche. Also noch unsexier kann man ein Etikett eigentlich kaum gestalten. Finde ich eigentlich echt schade, weil die haben auch schon andere Etiketten rausgebracht. Ist aber die klassische Kavalan-Flasche. Also was wollen wir uns aufregen? 51,6 Volumen, nicht filtriert und nicht gefärbt. Und das kennt man ja von Kavalan. Wow, was für eine Farbe. Fields of Gold. Ich weiß ja nicht, was die Taiwanesen unter Gold verstehen. Für mich sieht es eher aus wie das Brackwasser. Aber naja, egal. Hauptsache er schmeckt nicht so. Auf jeden Fall tolle Farbe. Genau mein Schema. Ich als alter Farbtrinker bin da. Hey, hab sogar ein Kavalan. Sieht man es überhaupt noch? Ist, glaube ich, von der Spülmaschine schon komplett weggeätzt. Aber ist übrigens ein Kavalan Glencairn Glas. Halten wir mal das Näschen rein und dann gehen wir mal in die Tiefe. Absolut ein Himbeergeist. Ist der himbeerlastig? Frische Himbeer, oh, da juckt es mir gleich in der Nase, das gibt es ja gar nicht. Also Rauch kann ich mir überhaupt nicht feststellen, kann ich schon mal von Anfang an direkt sagen. Eine Frucht, eine Kopfnote, absolut eine Kopfnote. Brutalster Himbeerduft. Sowas Eindeutiges habe ich in einem Whisky noch nie gehabt. Wirklich, noch nie. Also wie ein Himbeergeist, wo wirklich, wenn du den aus Südtirol holst, wo richtig Aroma drin ist. Ein Hammer. Ich habe eine Himbeertorte mit Sahne. Also den Rauch kann ich beim besten Willen nicht vorstellen. Der wird nicht vorstellig, kommt kein Rauch vor.
Was jetzt vorkommt, ist ein bisschen, also echt eine eigene Nase, brutal. Diese Himbeeren gehen jetzt fast ein wenig über aus einer Mischung aus Himbeeren in allererster Klasse und Rosen, Rosenwasser. Eins zu eins, Himbeeren und ein Schuss Rosenwasser. Ja, sonst hast du gewisse Holzwürze. Rauch, sorry. Wer sich da jetzt drunter vorstellt, dass er so einen Kandidaten wie Artbeck oder sowas kriegt, ne, gar nicht. Ich nehme an, den wird man dann im Mund spüren. Bisschen salzige Noten kommen jetzt noch durch. Ansonsten hast du eine Himbeernote da drin, wie selten im Leben zuvor. Zarter Fleischton. Ist vielleicht der Rauch, dieses Geräucherte ein bisschen. Alkohol kommt jetzt dazu. Frisch, prickelnd. Und Himbeeren. Ich probiere ihn einfach mal. Ich bin gespannt, ob er das, was er in der Nase hat, im Mund halten kann. Slangewa. Unfassbar. Der transportiert die Nase wirklich im Mund. Du hast Alkoholstärke, aber nicht unangenehm. Du hast Himbeeren, also wirklich, das ist ein Himbeer-Whisky. Wer auf das Aroma steht, der wird nie was Besseres finden. Du hast eine gewisse Schärfe, die bringt er rüber. Du hast den Alkohol, der natürlich frisch und prickelnd auf der Zunge tanzt. Na, einmal taiwanesischen Foxtrot. Also wenn, ja, wie soll ich den Rauch beschreiben? Ich will es euch ja nicht madig reden, nur wenn ich mir einen Peated Whisky kaufe, dann erwarte ich auch einen Rauch. Den habe ich hier aber nicht drin. Das ist kein Rauch, das ist maximal ein geräuchertes Aroma, ja, was du mit viel, viel Fantasie dir herzaubern kannst. Und du hast dieses Rosenwasser, diese florale Note, die hast du mit dabei. Aber dominieren tut dem Whisky Holz, Würze, leichte Schärfe und Himbeeren. Punkt. Cool. Strange. Habe ich so noch nicht getrunken. Unglaublich. Wie gesagt, in der Nase entwickelt er durch dieses leichte Räucheraroma jetzt schon so ein bisschen einen Umami-Unterton. Ja? Probier nochmal. Brutal. Also wirklich wie ein klassischer Whisky mit Himbeerlikör aufgefüllt. Also der hat schon Whisky-Charakter. Nicht wie den Grave Digger, den ich neulich gehabt habe von St. Kilian. Das war ein Likör. Der hat auch 40 Volumen gehabt, aber es war ein Likör. Nach wie vor war das ein Likör. Das ist er nicht. Aber der hat diese unglaubliche Himbeere, also ich muss das so deutlich sagen, weil das habe ich so noch nie getrunken. Also es ist ein ganz einzigartiger Whisky, kenne ich so auch nicht.
müsste ich mir echt mal ein paar andere von Kavalan bietet. Also wenn jemand einen offen daheim stehen hat und hat mal ein Sample, das würde mich wirklich mal interessieren, wie da die anderen Batches schmecken. Ob die auch diese wahnsinnige Himbeernote haben. Ansonsten ist der Abgang mittellang, würzig, fruchtig, himbeerfruchtig mit einem floralen Touch von Rosenwasser. Mit einer minimalen Schärfe, ja, und ein bisschen Puff-Puff-Feuerwerk hast du auch im Mund. Also pfeift schon, ja. So, meine Lieben, das war mal wieder ein Ereignis, was ich so selten gehabt habe. So ein Whisky habe ich noch nicht getrunken. Ich gehe davon aus, wenn der kommt, dass der so, ja, um die 100 Euro kosten wird, wie die meisten Solisten, denn er hat jetzt keine besondere Reifung. Vielleicht geht er sogar mehr in die Bourbon-Richtung, weil ich könnte mir vorstellen, dass die Reifung hier wirklich aus Ex-Bourbon-Fässern, Virgin-Oak-Fässern ähnliches sein könnte. Wo er die Fruchtigkeit hernimmt, vielleicht ist es steht aber nicht drauf, ein Himbeergeist-Finish, keine Ahnung. Aber er schmeckt zumindest so. Also ein super leckerer Whisky. Wenn einen Himbeeren schmecken, dann ist der die Perfektion. Wenn man sagt, oh, das ist jetzt aber nicht mein Beuteschema, ist es auch einer, den muss man nicht kaufen. Keine Frage, je nachdem, was er dann irgendwann mal kosten wird. So, ich werde euch nicht fragen, diesmal, ob ihr den schon im Glas gehabt habt, denn den habt ihr noch nicht im Glas gehabt. Und von daher verbleibt mir wie immer zu sagen, wenn euch das Video Spaß gemacht hat, wenn euch die Themen, die ich immer wieder so bringe, gefallen, dann haut doch mal den Daumen nach oben und lasst mir ein Abo da oder drückt noch besser auf die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ansonsten schreibe ich natürlich wieder gern mit euch. Also was immer euch auf der Seele liegt, haut es in die Kommentare rein. Normalerweise beantworte ich wirklich alle Kommentare noch selber. Ja, meine Lieben, das soll es wieder gewesen sein. Ich verbleibe mit warmen Worten. Bis zum nächsten Mal mit meinem üblichen Gruß. Raise your horns. And in this time, your Taiwanese horns. Stay hard und slán zhema. Und ich verbleibe mit warmen Worten. Bis zum nächsten Mal, euer Whisky-Häcksler. Haut rein.